wir kommen da nochmal hin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit seiner Goldgrube da bloß nur zum Spaß war. Da kann man bestimmt... halt, saufen. Alter! Ah, ich hab's nicht deaktiviert, scheiße. Entschuldigung. Ja, Lilly, ganz. Auf Ex. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Mein Gott. Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Was zum Teufel? Wagga, wagga, wagga! Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wohl etwas nachhelfen. Ja, Luftpumpe. Drüber ziehen. Verdammt. Also wir sind jetzt alkoholisiert anscheinend. Oder? Machen wir gleich mal den Alkoholtest von selbst dann. Hallo, komm. Achso, wenn ich da unten hinklick, dann ist aus. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Okay, es geht schon, Herr Wachmeister. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich, die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Ist klar. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Und der ist da jetzt 5 Stunden... Vielleicht war aber auch alles wie immer. Der ist da jetzt 5 Stunden lang in der Karte drin gesessen und hat gewartet, bis jemand in die Ausnüchterungszelle kommt. Ja. Derek, ja. Sicher. Anschauen. Und da war sie nun endlich, die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Ich sage dazu nichts. Olli, jetzt sitzt im Knast. Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach herrje, jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Wenn wir jetzt Ja sagen, dann heißt, wir sollen nicht lügen, wetten. Oh, Stromschlag. Errungenschaft freigeschaltet. Du sollst nicht lügen. Sag ich doch. Wo kommt der Depp eigentlich her? Tja, dann kann ich dich auch leider nicht freilassen. Man kann mir einiges nachsagen, aber nicht, dass ich nicht aus meinen Fehlern lerne. Bleibt der Hase da? Ja, der Hase bleibt da. Also, dann schauen wir. Jetzt kommt Harvey. Ja. Oh, das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, da kann ich jetzt lassen. Okay. Ja, gut, das erste habe ich weggeklickt, aber ne, ist ja wurscht. Okay. Oh, Justitia, genau. Da steht da Gott aufgeben. Ja, gut, das kann ich nicht lesen. Wanted.
10.000. Na, Lilly, willst du etwa raus? Aha. What das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Also, Lüge, böse. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Kann ich das wieder... Hallo, rückgängig. Hey! Lüge, böse. Was machst du denn da? Daraus lässt sich probieren. Okay, ich soll was ausprobieren. Ah, und er kommt ja vor. Wie er so die Hand vor den Mund hält. Nee, das skippen wir nicht. Okay, da ist jetzt ein bisschen... Rätsel gefragt. Gott ist gut und wahrhaftig. Das plus das. Ja, das ist logisch. Und das plus das. Ja. Das ist logisch. Na also, Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das ist doch... Ich wollte noch was zu dieser Justitia sagen. Also, ich meine, das ist doch eine Frau. Ist das Justitia eine Frau? Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Ja. Was ist das denn für ein Harvey? Der ganz rechts. Das ist doch nicht Justitia. Also es ist dieser Justiz... Also dieser Lügenhaar. Ach, Lügen! Ach, Pinocchio! Lange ja. Ja, okay, jetzt. Jetzt weiß ich's auch. Der Polizist. Mist. Ach, herrje. Nein. Tja, Ja, ich hab's natürlich nicht ausgeschalten. Ach, ich hab kap. So, jetzt, ja. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Ja. Und du flunkerst auch nicht? Na gut. Dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Ja, weil der das jetzt von da aus aufgemacht hat. Vor allem mit den Händen am Tisch. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Können wir da jetzt nicht raus, oder was? Du sollst aber dich Lilly, gefährlichen wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können.
Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Ja. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Oh Gott. Tja. Aber da der Harvey hier stehen bleibt, wollen wir ihm mal ein Wollknäuel zu spielen geben. Boogie. 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 Ja, und jetzt können wir da raus. Ach so, ja. In der realen Welt ist es dunkel geworden, aber hier nicht. Nein. Ein Saloon. Ist hier dieser Typ noch da? Ja. Okay, hier ist alles weg. Ich habe bisher immer noch keinen Schimmer, was ich machen muss. Jetzt soll ich könnte mit dem Medium sprechen. Huch! Ah, jetzt. Jetzt kann ich ja lügen. Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa. Hey! Ich kann lügen. Uhuhu. Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Ja, toll. Ich muss irgendwem irgendwas auf die Augen legen. Oder mir selbst irgendwas auf die Augen legen und dann in die Trance. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal wieder in die Prärie raus. Mit dem Geier will ich jetzt nicht nochmal reden. Rauchzeichen anschauen. Irgendwo am Horizont schien... Ja. Donutfabrik und so, ne? Scheiße, der liegt immer noch neben mir, der Donut. Ah, mit dem Goldgräber, ja. Schauen wir mal, ob der hier noch irgendwas hat. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach, du schon wieder. Leider habe ich keine Gratisproben im Angebot. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Oder auf Rezept. Ja, aber wo sollten wir schon Rezept herkommen? Prärie, ja, schreiben wir mal mit dem Goldgräber. Vielleicht will er ja jetzt zu seiner Ding losgehen. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Mine löchern? Ja. Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Ich kenne den Weg. Wenn du den Schamanen suchst, halte nach Rauchzeichen Ausschau. Ja, Alter. Er kommuniziert irgendwie über diese Dinger. Hat Lilly das jetzt kapiert? Irgendwo am Alter, Finne, das glaubst du. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Oh, dann putz dir mal die Zähne.